So, und weiter geht's mit Folge 3. Ja, wir haben gerade eben irgendeinen Typen hier abgeliefert, der liegt da noch. Gucken wir mal, was wir jetzt an Sachen machen können. Fähigkeiten können wir jetzt erstmal weitermachen. 5 Fähigkeitspunkte. Was haben wir hier? Das sieht schon mal sehr schön aus. Was ich, wenn ein Gegner mit einem Attacke tötest, erhältst du zusätzlich EP. Nehmen wir doch mal. Kälte. Warte. Oh, was ist hier? Du blindest automatisch Gegner. Das ist sehr gut zu wissen. Was haben wir hier drüben noch? Hilfsmittel Kill EP. Oh, nee. Was haben wir hier? Heimliche Kill-Serie. Nee, brauche ich auch nicht am Anfang. Was haben wir hier? Kopfschuss EP. Ja, das nehmen wir auf jeden Fall mal. Noch eins einmal. Was haben wir hier noch? Regeneration. Oh ja, definitiv. So, damit haben wir auch schon mal alle Punkte ausgemerzt, die gingen. Irgendwas im Schild haben wir hier noch. Was haben wir hier noch? Na gut, meinst trotzdem besser. Was haben wir hier? Auch alles besser, was ich besitze. Was haben wir hier in Quests? Stufe. Oh, Verzeihung. Wasserratten. Würde ich sagen, machen wir doch mal jetzt die. Das müsste aber eine Nebenquest sein, oder? Genau, wir nehmen die Nebenquest erstmal. Weil ich glaube, mit Level 5 kommen wir nicht so ganz zur Rande. Das ist die Karte, die gucken wir jetzt gleich nochmal an. Und das haben wir jetzt hier. Der ist hinüber. Die Schlange kommt noch. Ibis sind wir jetzt dran. Geier und der Widder. Oh, auf den freue ich mich jetzt schon. Weil ich bin von Sternzeichen auch Widder. So, wir gucken uns mal die Karte an. Das ist Siva. Ah, hier muss ich hin. Okay. Ich mach mal direkt ansetzen. Jetzt gucken wir mal, wie groß die ganze Geschichte ist. Geht's nicht weiter zurück? Okay, schade. Uiuiui. Uiuiui. Gise. Okay, also. Ich würde mal behaupten, das Spiel ist definitiv etwas größer. Und das LP dürfte auch etwas länger gehen als gedacht. Egal. Aber ich habe was gesehen. Geht das? Bitte? Kommt was? Ah, perfekt. Schnellreise. So kann man wenigstens ein bisschen Weg sparen. Kein Bock, jedes Mal von A nach B zu rennen, wenn es nicht sein muss. Uns mal Bike an, wie er aussieht. Ja, sieht schon ganz böse aus. Ja. Ja, Verzeihung. Musste einmal gehen. So, wir sind. Wo sind wir denn? Oh ja, wir sind auf dem Turm. Vom ersten, wo ich so freundlich runtergesprungen bin. Gucken wir mal hier an. Jetzt klappt's. Naja. Und einmal eben. Haha, keine Mo. Oh. Jetzt ist es nicht gut. Wie komme ich wieder an Bögen? An Pfeile? Schwierig. Ja, hier hinten ist auch noch irgendein Ausrufezeichen. Gehen wir mal hin. Ja, von mir aus, was du auch mal willst, da hinten. Ah, der Schmied. Der Schmied. Sehr gut. Was ist mit deiner Schmiede geschehen? Diese verdammten Soldaten. Ptolemäus Hauptmann sah, wie ich ein Schwert hergestellt habe und warf mir vor, ein Rebell zu sein. Er lag nicht falsch. Sie haben meine Werkzeuge beschlagnahmt. Ach, Bastarde. Ganz Siva braucht einen Schmied. Sogar ich. Ich kann dir nicht helfen, Bayek. Nicht bevor ich Hammer und Zange zurück habe. Und ich muss mir diesen hässlichen Esel von Hauptmann vom Hals schaffen. Ist dieser Hauptmann irgendwo, wo ich ihn finden kann? Am Fuße der Berge westlich von hier. Im Tschitsche-Lager. Im Tschitsche-Lager. Ich hole diese Werkzeuge zurück und kümmere mich um den Hauptmann.
Der Typ sagte, die Werkzeuge sind im Schitche-Lager. Und der Hauptmann, der... Im Schitche-Lager. Nehmen wir mal das, die Wasserratten, und danach holen wir uns die Eisensachen zurück. Ist auch im Schitche-Lager. Im Schitche-Lager. Oh Mann, das klingt so bekloppt. Jetzt kommt die Frage, stehe ich jetzt im Pipi oder nicht? Das wird auf jeden Fall der Name der Folge. Stehe ich im Pipi oder nicht? Hm. Irgendwie rennt der, als hätte er in die Hose geschissen heute. Was zum Hänger treibst du bei? Sieht alles aus wie Pipi. Oder ist mein Kopf einfach nur kaputt? Aber ihr dürft gerne mal in die... Gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ich kaputt bin oder ob ihr das auch so seht, dass das aussieht wie Pipi. Yep. Yep. Gefunden. Beschleunigen. Gut, dankeschön. Keep on walking. Noch 100 Meter, du schaffst es. Gib klar, die schaffen das in unter 10 Sekunden. Die Amanai-Höhle. Aya und ich kamen als Kinder oft hierher. Die Banditen sind da drin. Cat? Na komm, komm, gut, 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 gut. Endlich haben wir wieder welche. Ich töte dich. Schauen wir noch mal, wer hier wen tötet, hä? Du Zipfel. So schnell nicht zurück. Das wollte ich nicht. Ich möchte den letzten... Ich wollte gerade sagen, das stimmt oben. Hm, was war das? Nichts. Sollte ich auch noch hochgucken, ob oben die letzte Kiste ist. Hm, gehst du hoch? Ah. Hopp.
So, jetzt ist die Frage. Da ist er. Hab's gefunden. So. Ort beendet. Armani-Höhle. Sehr schön. Sind wir auch voll. So, jetzt ist nur die Frage, was ich jetzt hier noch machen muss. Bin ich jetzt fertig mit der Quest oder nicht? Bayek, du hast die Quelle zurückerobert. Ja, natürlich. Den Göttern sei Dank. Die Bauern brauchen sie dringend. Ich bin sehr dankbar, Bayek. Es ist, als hätten wir unseren Magi zurück. Schön, dass ich helfen konnte. Möge Amun mit dir sein, Senni. Ja, lauf erstmal durch mit durch. Nee, das war falsch. Das mach ich. Was ist das hier? Töte den Hauptmann. Lass uns das doch mal so ganz nebenbei schnell machen. Ich hatte nicht Bock drauf. Gucken, ob das so klappt, wie ich das möchte. Weil dann sind wir wahrscheinlich Level 4. Oh, ja. Klappt das? Die Wachen hier sind sehr aufmerksam. Was? Bitte? Da bist du ja! Jetzt kommt keiner. Hab dich! Haha. Ich bin schon unfair am Zuhören, ne? Nein, die mache ich so kaputt. Ja, wo rennst du denn hin? Nee. Du machst hier nichts an. Wir müssen aufholen. Da bist du ja. Ja. Ne, ich hab dich wohl eher, hä? So. Wie machst du das Lager jetzt kaputt? Munition voll. Okay. Also wirklich, wie ich das Lager jetzt zerstöre, weiß ich auch noch nicht. Nehmen wir mal so. Ja gut, geht halt nicht. Ist halt so. Was ist das jetzt? Nebenquest, die nehmen wir mal direkt an. Wann ist das? Okay, können wir da direkt? Nein, können wir keine Schnellreise machen, aber wir können hierhin eine Schnellreise machen. Dann machen wir alles kaputt. Kaputt. Machen wir einfach alles kaputt. Dem sieht der gut aus. Wir gehen erstmal in die Nähe.
Ups. Bayek, sei vorsichtig. Siva ist ein gefährliches Pflaster geworden. Jetzt habe ich ihn. Ja. Laufen wir mal los. Finde und töte den Hauptmann und Binipes Werkzeug. Sei vorsichtig, Bayek. Siva hat sich verändert. Ptolemäus. Er hat uns allen großes Leid gebracht. Jetzt spiele ich auch mit beim Leid machen. Mein alter Magi-Posten. Ich werde mit Zeno darauf gehen. Aber nicht jetzt. Jetzt machen wir erstmal hier. Kurzen Prozess. Diese Zone ist tabu. Gut, müssen wir erst einen Hauptmann machen. Oh yeah! Oh! Das ist für meinen Freund. Hm? Kein schwerer Schuss. Haha, man soll da vorne reinkommen. Wäre vielleicht ein Vorteil. Benipis Werkzeuge. Das ist alles. Benipir wird sich freuen, das zu hören. Ja. Hey! Hey, was? Ha, da bist du ja! Das war's! Ja. Mhm. Was? Komm, put. Stirb, du Wurm! Ich reiß dir die Eingeweide raus! Ja, das will ich sehen. Hey, was? Dich schlitze ich auf! Ja, komm her. Stehst du in der Pipi? Da haben wir noch einen Pipi-Kampf hier. Kommst du auch noch? Ich spreng dich um! Jetzt ist es rote Pipi. Hey, was? Das war's! Stirb! Jetzt langt's aber mal an, Leuten. Ich hab keinen Bock mehr. Ja, auf geht's, weg hier. Schnell. Oh. Schnell. Danke, Maru. Wer ist das? Bayek, wie ist das gelaufen? Ja, wie wird's wohl gelaufen sein? Hier ist dein Werkzeug.
Dieser Hauptmann taucht hier nicht mehr auf. Endlich kann ich meinen Laden wieder öffnen. Ich danke dir. Gern geschehen. Diese Waffen hier hatte ich vor den Soldaten versteckt. Bitte, such dir doch eine aus. Mach schon, nimm eine. Sie sind alle gleich viel wert. Dieser Bogen. Ja, wir brauchen einen neuen Langbogen, Freund. Komm gern jederzeit wieder, Bayek. Ja, machen wir auch, aber leider erst in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ich wünsche euch was. Servus.